Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim Blick in die Zukunft zu meinen spannenden Neuerscheinungen für den Dezember 2018. Und hier hake ich direkt ein, denn es gibt tatsächlich nur sehr wenige Neuerscheinungen im Dezember, die ich spannend finde. Wenn man mal von diesen vielen, vielen Winter- und Weihnachtsbüchern absieht, wo ich aber tatsächlich gefühlt doch so 3, 4 selbst noch auf dem Sub habe und ich mir dieses Jahr wohl... Also nur die Bücher, die ich jetzt im Grunde schon habe, auch vielleicht schon vom Verlag erhalten habe, lesen werde. Ja, aus diesem Grund, da es nur 2 spannende Neuerscheinungen für mich gibt und dass beides im Grunde auch noch Fortsetzungen sind, habe ich mich dazu entschlossen, so ein bisschen eine kleine Challenge für mich selbst zu machen. Und zwar möchte ich im Dezember nicht mehr als 5 Bücher bekommen. Ja, ich möchte eigentlich nicht auf Mediamobs, ich möchte nicht auf Avail, ich möchte nicht auf Rebuy oder all diesen Seiten unterwegs sein. Ich möchte möglichst nicht groß in eine Buchhandlung, außer ich kaufe ein Buch für Freunde zu Weihnachten. Also es ist ja durchaus so, dass ich Freunde zu Weihnachten auch mit Highlights meines Jahres beschenke. Und da schweben mir schon so 2, 3 Bücher vor, die es absolut verdient haben, dass sie weiter verschenkt werden. Aber für mich selbst möchte ich eigentlich kein Buch kaufen. Ich habe auch aktuell genügend Hörbücher zu hören und ja, dementsprechend sollte auch bei Audible nicht groß die Einkaufslust zu groß werden. Wobei einer der Fortsetzungen wird definitiv gehört. Ob das aber natürlich im Dezember passiert und dann auch unbedingt im Dezember gekauft werden muss, weiß man nicht. Also das wäre so mein Plan, nicht mehr als 5 Bücher. Dabei ist wirklich egal, ob ich es mir dann doch irgendwie selbst kaufe, ob es ein Rezensionsexemplar ist, was ich anfrage, oder halt tatsächlich eines dieser beiden Fortsetzungen oder auch beide. Was ich ausgrenze, ist alles, was am 24. Dezember passiert, weil wenn mir jemand Bücher schenkt, und das kann ja durchaus passieren, dann zählen die für mich gedanklich nicht da rein, weil sie sind geschenkt und ich habe sie im Grunde ja nicht angefragt, sage ich mal so, oder mir ganz bewusst gekauft. Und es ist halt auch Weihnachten. Ja, zudem möchte ich dann natürlich auch versuchen, nicht zu viele Bücher dann irgendwie auf der Wunschliste im Dezember zu packen, damit dann der Januar explodiert. Das wäre zwar nicht ganz so schlimm, dadurch, dass ich auch Weihnachten und Geburtstag sehr oft Gutscheine bekomme, ist das nicht ganz so schlimm. Mein Geburtstag ist ja dann gleich Mitte Januar. Dementsprechend ist das dann auch eigentlich in Ordnung, wenn man dann doch 2, 3 Bücher aus dem Dezember sich besorgt. Aber ich würde gerne, oder mein Ziel, oder weswegen ich das so tue, ist, ich hätte gerne mal wieder einen Sub unter 100. Ich stehe so kurz davor, ich glaube aktuell mit 105 oder 106 Büchern, wo ich mir denke, Mensch, jetzt vielleicht klappt das ja irgendwie im Dezember. Der November wird noch mal ein bisschen heavy mit den Neuerscheinungen. Da sind noch einige Bücher auf meiner Wunschliste, und die ich dann lesen möchte, auf die ich mich freue. Aber der Dezember soll wirklich ein bisschen ruhiger werden. Zudem habe ich wirklich, ich glaube, 4, 5 Winter-Weihnachtsbücher auf dem Sub, die ich einfach gerne lesen möchte. Ich habe mir vorgenommen, für den Dezember jede Woche ein Winter-Weihnachtsbuch zu lesen, weil man liest die eben einfach nicht mehr im Januar, Februar. Die Winterbücher, wenn es wirklich eher so um diesen winterlichen Flair geht, die schon, aber Weihnachtsgeschichten... Also die lese ich persönlich nicht im Januar. Also das muss schon für mich so ein bisschen in die Weihnachtszeit passen. Und das wären so meine Gedanken so ein bisschen zum Dezember. Was sind meine Pläne? Ja, ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Ich bin nochmal gespannt, ob einer von euch sich solche Vorsätze immer mal nimmt, dass man eben einfach so einen Monat hat, wo man irgendetwas, es müssen ja nicht Bücher sein, es können auch andere Dinge sein, wo man sagt, diesen Monat verzichte ich einfach mal. Das fände ich mal ganz interessant. Also da wäre ich sehr neugierig, das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Die 2 Bücher, die ich aber spannend finde und die definitiv entweder im Dezember oder dann im Januar bei mir einziehen, möchte ich euch aber vorstellen. Denn das eine ist Wir sind Götter von Dennis E. Taylor. Das ist der 2. Teil der Bobby Verse-Reihe von Wir sind viele oder Ich bin viele, Ich bin viele hieß der erste. Und das ist ja grandiose Science-Fiction gewesen. War für mich ein absolutes Highlight, denn wir haben ja hier einen Menschen, der sich dann eigentlich nach seinem Tod einfrieren lassen möchte und der aber direkt nach dieser Unterschreibung dieses Vertrages im Grunde stirbt.
und ja, er dann im Grunde wieder als künstliche Intelligenz aufwacht. Aber er ist natürlich keine künstliche Intelligenz, denn ja, es wurde natürlich das Gehirn und alles, was diesen Menschen ausgemacht hat, in diese Maschine gepackt. Und das klingt total verrückt und das war es auch. Und das Grandioseste war dann, als er auf eine Mission geschickt wird ins All, um für die Menschen einen lebenswerten Platz zu finden und er dann eben anfangen kann, sich selbst ja, zu klonen, wenn man so möchte. Und es dann ganz viele Bobbys gibt sozusagen, also ganz viele Bobs auf dieser, in dieser Welt oder in diesem All. Und das war einfach grandios. Ich habe so viel gelacht, ich habe so viel in diesem Buch gefeiert und ich fand den ersten Teil einfach wahnsinnig klasse. Es war eine Hammer-Science-Fiction, die wirklich voller Humor war. Und man muss das natürlich mögen, gar keine Frage, aber ich fand es wirklich wahnsinnig gut. Und ich freue mich so auf Wir sind Götter. Und ich bin mega, mega gespannt, ob der zweite Teil an den ersten herankommt. Und ich weiß auch gar nicht, ob es eine Trilogie wird oder eine Dilogie. Dementsprechend könnte das jetzt schon der letzte Teil sein. Aber ich finde es auch schön, dass die so nah beieinander herauskommen. Der erste Teil kam ja, glaube ich, im Sommer raus. Und da ist die Zeit noch gar nicht so lange her. Und da freue ich mich mega drauf. Und das zweite Buch ist der dritte und abschließende Band der Frauen vom Löwenhof-Reihe. Und zwar ist das Solveigs Versprechen. Erscheint am 27. Dezember. Ach, und Wir sind Götter am 10. Dezember. Also wäre auch noch schön auseinander. Und ich habe ja die Frauen vom Löwenhof, die ersten beiden, gehört. Dementsprechend wäre das eben auch etwas, wo ich sage, okay, das Audible-Guthaben würde dann dafür genutzt werden, beziehungsweise könnte man ja dann sogar erst das in den Januar schieben. Aber theoretisch habe ich die anderen auch sehr nah nach Erscheinen gehört und würde mich hier dann eben auch darüber freuen. Und hier sind wir eben am Löwenhof, der ist in Schweden. Und wir begleiten hier eben immer starke Frauen ihrer Generation. Und zwar immer die Frauen, die gerade irgendwas mit dem Löwenhof eben zu tun haben. Und wir haben, glaube ich, Anfang 1900 angefangen. Dann die zweite Geschichte kam, ging, glaube ich, 30 Jahre später los oder in den 20ern. Und ich glaube, jetzt sind wir, ich weiß gar nicht, ich glaube in den 60er Jahren, wenn ich mich recht irre. Also ich glaube, so war ungefähr, so diese 30 Jahre waren, glaube ich, so grob das Zeitfenster. Und wir haben hier eine wunderbare, adlige Atmosphäre, die durchaus ein bisschen an Downton Abbey erinnert. Es ist nicht das gleiche Gefühl, weil bei Downton Abbey einfach dieses, was passiert im Adel, was passiert den Bediensteten, dass das doch ein bisschen vermischter war. Das haben wir hier nicht so ganz, sondern wir begleiten hier wirklich, sag jetzt mal, die wichtigeren Menschen. Und wir erleben aber eben trotzdem, dass der Adel eben durchaus Probleme hat. Und ich fand den ersten Teil wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Der hat mich sehr in den Bann gezogen. Und das sind ja auch immer 700 Seitenbücher, die dementsprechend auch 20 Stunden Hörzeit haben. Hat mir unglaublich gefallen, auch von der Sprecherin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der dritte Teil von der gleichen Sprecherin gesprochen wird, weiß ich nicht. Der zweite Teil hatte natürlich das von mir etwas gefürchtete Zweite Weltkriegsthema, war für mich aber wirklich absolut in Ordnung, weil es nur so eine Randerscheinung war, insofern das Thema eine Randerscheinung sein kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir ja über Solveig ja im Grunde ja erfahren, was ihr Versprechen sein wird und wo der dritte Teil hingeht. Der zweite Teil war ja leider doch sehr vorhersehbar und nicht ganz so ja in den Bann ziehend und innovativ wie der erste. Das fand ich ein bisschen schade, denn wenn man so den ersten sehr gut gefolgt ist, hat man manches im zweiten Teil vorhersehen können, was ich einfach schade fand. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was der dritte Teil so erzählen wird. Und ja, das sind sie auch schon, die zwei Neuerscheinungen, die ich denke durchaus im Dezember einziehen könnten. Ich habe ganz absichtlich keine No-Spend aus diesem Monat gemacht, was so viel bedeuten würde, dass ich gar nichts kaufe, denn ich finde, Bücher sind einfach meine Leidenschaft und wenn ich irgendwo bin, wie zum Beispiel mal in Berlin oder ich habe dann auch vor, mal Mitte Dezember nochmal in einen schönen Weihnachtsmarkt in einer umliegenden Stadt zu besuchen und dann geht man natürlich mal durch die Buchhandlung und ja, vielleicht kommt auch das ein oder andere spannende Rezensionsexemplar noch bei mir an. Also so einen kleinen Puffer für dieses ja, Gefühl, dass man sagt, jetzt möchte ich mir vielleicht auch was Gutes tun und kaufe ein Buch. Ja, das möchte ich mir im Grunde nicht nehmen mit dieser Nuller-Regel, sondern sag so, 5 Bücher werden im Monat ja nicht schlecht. Und da ich ja definitiv in der Regel mehr als 5 Bücher im Monat lese, würde ich dann eben auch einfach Subabbau machen. Und ja, ich würde gerne mal wieder zweistellig werden in meinem Sub und möchte das dann vielleicht auch mal ein bisschen halten. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass mir mein Sub eigentlich so wichtig ist, aber ich denke so,
jetzt zu Jahresende kann man sich einfach nochmal einen Vorsatz vornehmen. Wenn ich auch kein Mensch bin, der das zu Silvester tut, denke ich, ja, ist das jetzt mal ganz gut so angebracht. Ja, das waren sie nun, meine zwei spannenden Neuerscheinungen. Vielleicht habt ihr ja auch welche, die ihr interessant findet oder wartet vielleicht sowohl auf den zweiten wie den dritten Teil, den ich gerade vorgestellt habe. Mit dem Anfixen könnte es jetzt schwierig werden, aber schreibt mir natürlich gerne, welche Bücher ihr spannend findet. Und vielleicht entdecke ich ja da doch noch irgendwas Spannendes, ja, wo es sich dann vielleicht lohnt, darüber einfach mal nachzudenken. Und ich hoffe, ihr hattet, trotz dass es nur zwei Neuerscheinungen war, trotzdem einfach so ein bisschen mit dem Gedankenspiel von mir, ja, trotzdem Spaß an dem Video. Ihr könnt mir natürlich auch gerne eure Gedanken dazu schreiben, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.